Werden zum Lernen und Lehren Medien und nicht nur digitale Medien eingesetzt, sollte man sich darüber im Klaren sein, welche Rolle sie im Lehr- und im Lernprozess spielen können. Die Betrachtung lerntheoretischer Strömungen und ihrer Positionen kann dabei helfen, den eigenen Medieneinsatz zu reflektieren und dadurch an Effizienz im Lernen und Lernen zu gewinnen. Lerntheoretische Überlegungen sollten dabei den Medieneinsatz und die Gestaltung des Lernraums, ob virtuell oder nicht virtuell, beeinflussen. Im Folgenden werden nun einige zentrale Strömungen und ihre Implikationen für das Lernen und Lernen im Netz näher beschrieben. Es handelt sich um die Positionen des Behaviorismus, des Kognitivismus, des Konstruktivismus und schließlich des Konnektivismus. Beginnen wir mit den lerntheoretischen Überlegungen des Behaviorismus, der seinen Ausgang rund um John B. Watson im Amerika der 1920er Jahre nahm. Diese beruht auf dem Reizreaktionsschema, das davon ausgeht, dass auf einen spezifischen Reiz, den sogenannten Stimulus, eine Reaktion folgt. Lernen bedeutet aus behavioristischer Sicht, Verhaltensänderungen auszulösen, die dauerhaft und beobachtbar sind. Die internen Lernprozesse werden dabei nicht berücksichtigt. Sie sind zu subjektiv. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom Blackbox-Lernen. Das zentrale Element im Sinne eines Learning Outcomes kann als Know That beschrieben werden. Nicht die inneren Prozesse, sondern das beobachtbare Verhalten und die beobachtbare Veränderung von Verhaltensmustern stehen im Zentrum. Konditionierung ist eines der Schlagworte des Behaviorismus. Lob bzw. Belohnung und Tadel bzw. Strafe stehen damit in Zusammenhang. Die Lehrperson ist von zentraler Bedeutung, ist schließlich sie es, die den Lernprozess durch das Anbieten der richtigen Reize auslöst und durch Feedback steuert. Auf Überlegungen des Behaviorismus stützt sich der sogenannte individualisierte, programmierte Unterricht der 1960er Jahre. Lernprozesse werden dabei in viele Einzelschritte unterteilt. Am Ende jedes Schrittes steht eine Lernzielkontrolle inklusive Feedback. Wird diese positiv absolviert, kann sozusagen als Belohnung der nächste Lernschritt in Angriff genommen werden. Die Umsetzung dieses Ansatzes erfolgt durch den frühen computergestützten Unterricht, die Leistungsüberprüfung nicht selten über Multiple-Choice-Quizzes. Als zentrales Moment behavioristischer Lernsettings ist die Wiederholung zu sehen. Sogenannte Drill-and-Practice-Übungen, wie sie oftmals beispielsweise beim Vokabellernen eingesetzt werden, spiegeln diesen Ansatz wider. Bringt man diesen Ansatz mit der Blum'schen Lernzieltaxonomie in Verbindung, so erfolgt eine Verortung auf Stufe 1. Es geht in behavioristisch geprägten Ansätzen vor allem um das Auswendiglernen und das korrekte Reproduzieren von Antworten, wie sie von der Lehrperson zur Verfügung gestellt wurden. Als zweite Strömung und gleichzeitig als eine bewusste Abkehr vom Behaviorismus und seiner Ansichten ist der Kognitivismus zu sehen, der in den 1960er Jahren erblühte und anschließend auch im Unterricht an Bedeutung gewann. Als zentraler Vertreter des Kognitivismus ist Jean Piaget zu nennen. In diesem Ansatz werden innere Prozesse nicht ausgeblendet. Lernen ist ein aktiver Prozess, bei dem Informationen verarbeitet werden. Wissen existiert nicht, wie im Behaviorismus angenommen, unabhängig vom Individuum, sondern wird im Gedächtnis gespeichert und kann aus diesem wieder abgerufen werden. Lernen ist ein interner Prozess, Verhaltensänderungen sind die beobachtbaren Resultate dieses internen Prozesses. Nicht das Wiedergeben von Fakten und richtigen Lösungen steht im Vordergrund, sondern das Lösen von Problemstellungen. Die Lehrperson vermittelt nicht das Wissen, sondern Methoden und Verfahren, um die genannten Problemstellungen zu lösen. Die Lernerinnen und Lerner greifen beim Problemlösen aber auch auf bereits vorhandenes, zum Beispiel Problemlöseschemata zurück, die durch die neuen Gegebenheiten aber angepasst werden können. Es gibt nicht mehr eine richtige Lösung, die über einen Lösungsweg erreicht werden kann, sondern mehrere Lösungswege zur Lösung führen. Der Weg ist sozusagen das Ziel. Das Know-how steht im Vordergrund. Der Konstruktivismus schließlich läutet einen Paradigmenwechsel auf Ebene der Lerntheorien ein. Er ist eine Lerntheorie, die sich auf Erkenntnisse unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen stützt. Als Vertreter können Paul Watzlawick, ein Psychologe, Humberto Maturana, ein Biologe, oder Heinz von Förster, ein Biophysiker, genannt werden. Auch die Linguistik, die Informatik oder die Erkenntnisphilosophie spielen aber eine entscheidende Rolle. Innerhalb des Konstruktivismus können zwei Strömungen unterschieden werden, der radikale Konstruktivismus und der gemäßigte Konstruktivismus.
Ersterer geht davon aus, dass keine objektive Realität existiere. Zweiterer meint einschränkend, dass die objektive Realität nicht direkt zugänglich sei. Der Konstruktivismus fokussiert dabei, wie auch schon der Kognitivismus, die inneren Prozesse, die beim Lernen ablaufen, erweitert den Fokus aber insofern, als der Mensch, als Lerner, als Lernerin und der soziale Kontext mit berücksichtigt werden. Die Wahrnehmung kann nicht von außen gesteuert werden, der Erkenntnisprozess ist ein innerer und an das kognitive Potenzial jedes Lerners und jeder Lernerin gebunden. Der individuelle Lernfortschritt, also die individuelle Entwicklung jeder Einzelperson, ist zentral, nicht das Erreichen allgemeiner Standards. Jede Lernerin und jeder Lerner bringt individuelle Voraussetzungen für den Lernprozess mit, die für den Erkenntnisprozess relevant sind. Fehler sind äußere Merkmale dieses Lernprozesses und zeigen notwendige individuelle Bedürfnisse auf, an die Maßnahmen im Sinne einer Individualisierung und Binnendifferenzierung angeschlossen werden sollten. Fehler spiegeln somit den individuellen Lernprozess auf Basis der persönlichen Merkmale und Dispositionen der Lernerinnen und Lerner wider. Lernen passiert individuell. Eine Portionierung der Lerninhalte in kleine, an allgemeine Lernziele orientierte Einheiten, wie im Behaviorismus üblich, wird im Konstruktivismus abgelehnt. Es geht vielmehr um Portionen, die einen Blick auf das Ganze erlauben und mit denen sich die Lernerinnen und Lerner selbstständig auseinandersetzen können. Die Aufgabenstellungen sollten authentisch sein, können auch durchaus komplex konstruiert sein. Sie sollen eine aktive Beschäftigung mit dem Themengebiet voraussetzen, das im Sinne des großen Ganzen ein isoliertes Lernen unmöglich macht. Lernen passiert in der Vernetzung unterschiedlicher Themen und Erfahrungsbereiche. Ein Perspektivenwechsel ist manchmal notwendig, ebenso die Zusammenarbeit mit anderen. Die Lehrperson oder andere Expertinnen und Experten agieren unterstützend, sind aber keine primären Wissensvermittlerinnen und Wissensvermittler mehr. Sie können jedoch Wege, Perspektiven und Verfahren aufzeigen, sich dem Erkenntnisfeld anzunähern. Da sich jedoch einige Lernerinnen und Lerner mit dieser selbstständigen und selbstorganisierten Lernsituation überfordert fühlen, hat sich das sogenannte Instruktionsdesign der zweiten Generation, ID2 abgekürzt, herausentwickelt, das eine Mittlerposition zwischen dem instruktionsorientierten Kognitivismus und dem individualisierten Konstruktivismus einnimmt. Lernen passiert zwar in authentischen Situationen, orientiert sich an realen Problemen und ist auf aktive, selbstständige Tätigkeit der Lernerinnen und Lerner angewiesen, doch wird auf Instruktion zurückgegriffen, um kognitive Strukturen auszubilden. Auf Basis dieses ID2-Ansatzes hat sich das situierte Lernen als Strömung und Zugang zur Lernwelt entwickelt. Im situierten Lernen orientieren sich Lernkontexte an der Lebenswelt der Lernerinnen und Lerner und fordern einen hohen Grad an Selbstorganisation und Anwendungsorientierung. Das Handeln der Lernerinnen und Lerner innerhalb eines spezifischen sozialen Umfeldes, also innerhalb einer Gruppe oder eines sozialen Umfeldes, ist wichtig. Deshalb auch das Attribut situiert. Man lernt von den Mitgliedern einer Gruppe, die selbst wissen, eine eigene Perspektive und individuelle Merkmale und Interessen mitbringen, und man lernt aus der Interaktion mit den unterschiedlichen Gruppenmitgliedern. Teamfähigkeit und andere soziale Kompetenzen werden neben dem Erwerb des Fachwissens forciert. Nicht mehr das Know That oder Know How stehen im Vordergrund, sondern das Knowing in Action. Wissen soll nicht theoretisch, also außerhalb eines Kontextes erworben werden, das erworbene Wissen soll auch in der Praxis angewandt werden können. Ferner soll es auch auf unterschiedliche Anwendungskontexte übertragen werden können. Das erworbene Wissen ist also nicht auf eine spezifische Situation beschränkt. Das Anbieten und Einnehmen unterschiedlicher Perspektiven ist hierbei wichtig. Medien, auch digitale, können im Sinne der Selbststeuerung und Selbstorganisation als Hilfsmittel im Lernprozess herangezogen werden. Im digitalen Zeitalter hat sich ein weiterer lerntheoretischer Zugang entwickelt, der im Umfeld von MOOCs, also Massive Open Online Courses, zu sehen ist, der sogenannte Konnektivismus. Er basiert auf den Arbeiten des Kanadiers George Simmons, der in Anlehnung an den Konstruktivismus davon ausgeht, dass der Mensch kein isoliertes Individuum ist. Er ist vernetzt, wobei die Netzwerke, in die er eingebunden ist, aus anderen Menschen ebenso wie aus nichtmenschlichen Quellen, also Institutionen beispielsweise, bestehen. Diese Netzwerke sind über Knoten geknüpft, die das individuelle Lernnetzwerk bilden. Im Zentrum steht das Nowhere. In der digitalen Informationsgesellschaft ist es besonders wichtig zu wissen, wo man Informationen findet.
Die Recherchekompetenz rückt in den Vordergrund. Lernende müssen selbstständig relevante von irrelevanten und aktuelle von nicht aktuellen Informationen trennen. Unterschiedliche Wissensgebiete und Kompetenzbereiche werden im Lernprozess miteinander verknüpft. Nicht der Wissenserwerb an sich ist im Zentrum, sondern das Schaffen und Pflegen dieser Wissensnetzwerke, wie sie auch durch Social Media repräsentiert sind. Das Erreichen von Lernzielen ist kaum bis nicht mehr messbar, da jedes Individuum individuelle Netzwerke aufbaut und diese unterschiedlich pflegt.